Ja, moin moin und willkommen wieder zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, meine Nase ist wieder ein bisschen freier. Juhu. Hast du gut gemacht. Jetzt hört man jedenfalls eigentlich meiner Stimme. Und mein Vogel hat es gleich, das wird schon wieder angefangen. Ach, ich gebe mir langsam echt auf den Piste. Aber. So lange gehst du mir auf die Fresse, weißt du das da hinten? Ja, die wollen hier nicht alle dich hören, die wollen mich hören. Also kommt ihr jetzt an und sagt, ich wollte den Vogel hören, dann drehe ich durch. Dann ist vorbei. Und wie schon gesagt, ich sperre ihn hier nicht unser Zimmer aus. Das ist sehr Blödsinn. Warum sollte ich ihn aussperren und. Aber wir brauchen doch Vögel sowas. Wir brauchen ein bisschen Kontakt, ein bisschen Unterhaltung. Und ich bin ja nicht ein Arsch. Deswegen lasse ich ihn ja hier drinnen. Soll er ein bisschen labern. Aber wenn er mir auf den Nerven geht, dann könnte ich manchmal echt den Hals umdrehen. So, die Sprossen brauche ich hier, glaube ich, da drin auch nicht. Ich nehme mal hier schon mal ein bisschen Fackeln mit. Und ja, da ist ja hier der Berg. Eingang ist so, die Höhleneingangssystem. Hier baue ich hier schon mal ein paar Fackeln hin. Damit man den auch nachts schön erkennt. So, dahin, dahin. Und dann lege ich hier außen auch nochmal Fackeln hin. Damit wir irgendwann mal wissen, dass wir hier mal drinnen waren. So. Ja, ich würde sagen, ab geht's runter in die Gangway. Mal sehen, wie weit es hier runter geht. Ich habe mich einfach mal so querfeldein runter. So, wieder Treppensystem kommt auch wieder zum Einsatz. Hacke ich mir hier auch schon mal alles weg. Mal sehen, was wir hier so finden in diesem Berg. Erkundungen müssen ja sein. Sonst macht das Spiel ja keinen Spaß. Deswegen heißt es ja Minecraft. Also ab in die Minen und erkundigen. Aber ich muss schon wieder tiefer, weil hier kommt dann Sand. Wie es aussieht. Ja, Sand, Sand. Dann gehe ich mal schön hier tiefer. Manchmal mache ich das noch manchmal ganz gerne, da buddel ich einfach zwei Löcher und grab mich einfach tief in die Höhle rein. Guck mal nach, wo ich manchmal so lande. Zum Beispiel hier habe ich jetzt Kohle. Okay, das heißt, da unten ist Kohle. Oh, das ist ganz schön viel Kohle. Ich mache mal ein bisschen Licht da unten rein. Oder hier oben hin. So, hier rein hin. Da rein hin. So, dann sieht man jetzt auch Kohle, okay. Sehr schön. Dann hacken wir uns da mal weiter durch. Bestimmt sind hier auch manchmal Spawnpunkte. Ich habe aber bisher noch keinen gefunden. Das muss ich auch mal dazu sagen. Ich habe noch keinen Spawnpunkt gefunden. Ich weiß auch nicht, ob man die erst findet, wenn Kreaturen an sind. Das weiß ich auch nicht. Deswegen, bevor ich hier was Falsches erzähle, sage ich lieber, ich weiß es schon mal nicht. Ich bin eigentlich auf der Hauptsuche, warum ich jetzt hier reingehe, nach Eisen. Also für mich wäre es schon richtig schön, wenn ich Eisen finden könnte. Das wird mir schon am besten gefallen. Hier drinne. Wenn ich also auf den richtigen Eisenminenschacht treffe. Und ich habe ja schon mal Glück, hier mal wieder ordentlich viel Kohle wieder zu finden. Also an Fackeln so wird es mir nicht mangeln. Die kann ich mir ganz schön schnell machen. So, da haben wir hier auch ein bisschen was rausgewirtschaftet. Ja, und hier kommt noch mehr Kohle zum Einsatz. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber hier ist ganz schön viel Kohle. Deswegen klopfe ich den mal weg. Hier auch, da auch. So, machen wir ein bisschen hier was raus. Machen uns einen kleinen Bereich fertig. So, da noch was raus, da noch was raus, da noch was raus. Damit wir ein bisschen so einen kleinen Bereich haben. Und Steine werde ich nachher natürlich wieder en masse haben. Wie soll es auch anders sein, ne? So, der noch weg. So, dann können wir jetzt hier auch noch eine Fackel reinschmeißen. So, da seht ihr es also. Hier ist auch noch ein bisschen Kohle. Ich denke mal, das sind die letzten vier Brocken Kohle. Hier so rumeiern. So, wusste ich's doch. Hat mich doch mein Sinn doch nicht verlassen. So, ich bin ja noch gar nicht tief in dem Berg bisher drinne. Deswegen, also das geht ganz gut hier mit hochkommen. Na gut, hier muss ich mir dann noch ein bisschen was legen. Lege ich mir noch einfach so weg. So, so. Und dann. Oh, so hacken wir den raus. Dann kommen wir so auch wieder hoch. Nacht ist jetzt auch okay. Das passt doch schon mal. So, dann machen wir mal weiter hier. Ich habe ja eigentlich alles dabei. Ich habe Crafting Box ja dabei. Ich habe mein Bett dabei. Also von dort aus her kann es mir hier eigentlich nicht schaden. Eigentlich alles, was ich so brauche. So, und ja. Arbeite mich jetzt halt mal vor. Genug Holz habe ich eigentlich auch dabei, dass ich immer neue Materialien bauen kann.
Ich überlege jetzt, gehe ich jetzt hier weiter oder da weiter? Ich überlege, wo ich tiefer jetzt gehen soll. Weil die Höhle war ja sehr, sehr groß. Ich bin überhaupt noch gar nicht tief drinne. Ich will aber tiefer rein, also. Oh, Sand. Das war jetzt sehr schlau. Sand. Wie viel Sand kommt jetzt von da oben runter? Das war's auch schon. Gut. Also hier komme ich mehr auf Sand, sehe ich gerade. Also gehe ich einfach tiefer. Das heißt, ich buddel mich jetzt hier tiefer rein. So. Um zu schauen, ob ich mein Eisen auch kriege. Weil das ist ja der Hauptgrund, warum ich jetzt hier unten eigentlich rein dackel. Gerade wegen Eisen. Vielleicht habe ich Glück und ich finde Eisen. Wir werden es ja sehen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, ob ich hier auf Eisen stoße. So, erstmal finde ich nur Stein. Ganz schön viel Stein, 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 Stein. Ich mache gleich wieder neue Fackel, keine Panik. Ich grab mich hier nur noch erst alles aus. Ich setze mal eine Fackel. So. Weil es ist immer doof. Ihr könnt da nichts sehen und ja. Ich hack mich hier weiter fleißig, fröhlich durch die Gegend. Und ihr seht da nichts. Das ist natürlich auch nicht gerade Sinn des Spiels hier. Dass ich euch die ganze Zeit hier im Dunkeln lasse. Und ja, so Berge haben es ja nun mal an sich, dass sie mal von innen sehr dunkel sind. So, ich klopfe mir hier auch wieder so eine kleine freie Lücke ruhig. So, den wollte ich eigentlich nicht abholzen, aber na gut, egal. Dann ist der jetzt auch weg. So, ab und zu mal hier ein bisschen übernachten. Na gut, übernachten brauche ich nicht. Aber eben halt mal eine kleine Pause einlegen. Crafting-Boxen bauen. Oder besser gesagt, Materialien bauen, die ich brauche. So. Dann hier, dann gehe ich nochmal weiter tiefer. Dann mache ich das mal wieder so. Von hier am besten rein. So, dann gehen wir hier mal gleich ein bisschen tiefer und gucken mal weiter nach. Mal sehen, was ich noch alles so finde. Ich bin mal gespannt, was hier alles so rauskommen wird. Tief im Bergwerk grabe ich mich ein. Und ach, ich freue mich doch immer so fein. Okay. Jetzt kann auch langsam mal ein bisschen Musik kommen, ey. Ist ein bisschen ruhig hier geworden. Ein bisschen zu ruhig. Was ist hier? Ich habe gerade Sand, glaube ich, gemerkt. Da unten Sand. Ja, Sand. Warum Sand? Scheint eine Menge Sand hier zu sein. Ich habe eine Höhle gestoßen. Weiß es nicht. Werde es gleich merken, wenn ich hier unten durch bin. Wollen uns ja mal noch nicht die Überraschung von wegnehmen lassen hier. Deswegen mal sehen, was hier unten so kommt. Ob ich es geschafft habe, wieder eine Höhle zu entdecken. Oder ob es einfach nur so ein Hohlraum ist. Holze hier, sag mal, das hier wieder ab. Die Treppenstufen hier, die kann ich mir dann irgendwann nochmal neu machen. Wir gehen einfach mal hier rein. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Lass uns doch mal gucken. Erkunden wir doch mal hier drin. Was ist denn hier so Schönes alles? Sand. Ich habe massenhaft Sand. Und ich finde auch nur massenhaft Sand. Aber gut, da kann ich mir hier schon mal ein bisschen was freigraben. Okay, also bis hier Sand. Was haben wir hier hinter? Ich weiß nicht, sieht man es gut? Ich mache lieber nochmal eine Fackel extra. Brauche ich jetzt nicht vorhin geizen, finde ich. So, ich glaube, hier sieht man es besser. Weiter rein. Mal gucken, was hier noch so alles rumhampelt. Ich grab mich einfach mal durch. Was ist hier noch so? Auch noch. Da ist auch nur Stein. Hier unten auch. Vorsichtig. Aufpassen, dass ich nicht gleich die Dings wegreiße. So, weiter, weiter, weiter. Wenn, dann lege ich einfach mal diesen ganzen Raum hier frei. Und dann gucken wir mal, auf was wir aus Versehen so stoßen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist was.
irgendwie, weiß nicht. Sieht komisch aus, so. Wenn mir was komisch ist, dann grabe ich mich da gerne auch mal etwas länger für durch. Ja, ich habe die Fackel weggemacht. Tue ich mal die Fackel jetzt hier ran, so. Dann wollen wir mal weiter gucken. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, hier ist irgendwas. Ich spüre das. Irgendwas ist hier. In welcher Gefühlsrichtung? Da lang oder? Okay. Wo lang gehe ich? Von der Position aus, wo ich jetzt stehe, gehe ich nach links oder gehe ich nach rechts? Das könnt ihr jetzt entscheiden, wo ich mal weitergraben soll. Oder soll ich unten weitergraben? Nach oben wird es ein bisschen blöd. Also links, rechts oder nach unten. Das entscheidet ihr jetzt. Und ja, wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Also bis denn.